W-I-N-S-I-D. Da, 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 da. Hallo. Ja, Leute, was geht? Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Minecraft Empire. Mit dabei ist heute mal wieder niemand, weil ich komplett alleine bin. Meine Freunde, ist aber gar nicht so schlimm, denn ich habe auf jeden Fall einige Neuerungen und einige News für euch zu verbreiten. Leute, gestern Abend im Livestream ging es wieder richtig, richtig heiß her. Ihr kennt das, Leute. Wer es verpasst hat, ist letztendlich wieder selber schuld gewesen. Es hat auf jeden Fall sich einiges zugetragen und ich würde sagen, wir beginnen direkt am Anfang, meine Freunde. Denn wir haben gestern am Anfang den Beweis des Jahrhunderts gefunden in der Mafia Base. Und zwar haben wir etwas ganz Interessantes über diesen netten Herrn, der hier vor diesem Haus wohnt, herausgefunden. Ich würde sagen, gönnt euch das einfach mal. Okay, Männer, kommt mal mit, kommt mal mit, kommt mal mit. Ich werde jetzt keinerlei Chat-Fragen mehr beantworten und so weiter und so fort, sondern jetzt nur noch spielen, Leute. Darum geht es nämlich jetzt hier. Schaut euch mal an, was ich der Mafia hier Nettes gebaut habe. Passt mal auf, vorsichtig, einen Schritt zurücktreten, bitte einen Schritt zurücktreten. Das hier ist ihre ehemalige Eingangstür. Und wenn sie jetzt heruntergehen, seht ihr vielleicht, dass nun ja, sich dahinter eine Falle verbirgt, aber... Raffiniert. Da ist niemand drunter. Okay, okay. Kommt mal mit in die Basis rein, kommt mal mit in die Basis rein. Kommt mal her. Ihr habt gesehen, wie es funktioniert. Ihr habt gesehen, wie es funktioniert. Legende, Plantage, Waffen-Area, Gelb-Tresor, Besprechungsraum, Kommandozentrale. Okay, kommst okay, du Russe? Okay. Ocean, ich los! Dachte, ich hätte was gehört. Ich bin hinter der Tür. Wo seid ihr? Alles gut, alles gut, alles gut. Du musst den Knopf drücken. Komm, Ocean, los. Vorsichtig und nicht da reinfallen. Aber nicht reinfallen. Vorne an der Tür den Knopf drücken. So, pass mal auf. Wir schauen uns mal ganz kurz hier um. Liebe Mafia-Mitglieder, ich muss dringend mit euch sprechen. Es könnte sein, dass ich die Mafia verlassen muss. Ich möchte trotzdem vorher mit euch sprechen. Macht euch keine Sorgen. Die Entscheidung ist noch nicht gefallen. Mo. Da haben wir den triftigen Beweis, dass Mo ein Teil der Mafia ist. Ich hab's gewusst, ich hab's gewusst. Okay, wenn wir hier durch sind, gehen wir direkt zu Mo rüber und ermitteln dort weiter. Wir müssen nämlich da noch die letzten Beweise sammeln und dann werden wir einen von diesen Bastarden festsetzen. Ich weiß ganz genau, dass sie hier irgendwo sein müssen. Ihr habt's gesehen, Leute. Wir haben quasi herausgefunden, dass Mo ein fester Teil der Mafia ist. Und Mo hat quasi öffentlich zugegeben an diesem schwarzen Brett, dass er quasi die Mafia verlassen möchte. Das war Mos Handschrift, meine Freunde. Das heißt, wir wussten auf jeden Fall, dass Mo ein Teil der Mafia ist. Wie der Zufall das dann so will, hat sich Mo dann auch tatsächlich in diesem Moment auf den Server begeben. Und wir sind dann natürlich direkt in sein Haus und haben ihn verfolgt und versucht festzusetzen. Und ich würde sagen, schaut euch einfach mal an, was dann noch alles passiert ist. By the way, gab es zwischendrin sogar die Situation einer Geiselnahme. Aber ich will nicht zu viel spoilern, schaut es euch einfach mal an. Russe? Ja, Sir. Du sicherst die beiden Ausgänge oben? Ja, Sir. Schmuck und ich gehen runter, okay? Okay. Russe, stell dich hier vorne hin. Oder warte, Russe, geh aufs Dach. Russe, geh aufs Dach, da hast du den besten Überblick. Hier, nimm, nimm dir hier die Blöcke und das gerade Marihuana macht dir da oben eine schöne Zeit. Aufs Dach mit dir, Russe. Und da musst du den Überblick wahren, ob er sich irgendwo entfernt. Komm, komm, komm. Wir brechen ein, wir brechen auf. Tür auf! Zugriff, Zugriff, Zugriff. Schau dir das an, schau dir das an! Bargeld! Er plant seine Flucht, wow. er plant seine Flucht, der muss hier irgendwo sein. Wo ist das Schwein? Er hat irgendwo Bargeld gebunkert. Okay, okay, okay. Wir werden ihn finden, wir werden ihn finden. Mo! Wir wissen, dass du irgendwo bist, stell dich! Hallo? Mo, wo bist du? Was soll das? Oh Gott, was Stehen bleiben! Stehen bleiben, Polizei! Stehen bleiben! Auf dem Boden, auf dem Boden, auf dem Boden, wo bist du? Schmocki, ausschalten, ausschalten! Schmocki, sicher oben den Ausgang, sicher oben den Ausgang, ich finde ihn, ich finde ihn, ich finde ihn. Mo! Ich weiß ganz genau, dass du mich hörst. Wo bist du? Wo bist du, Mo? Wer pisst euch? Ganz einfach. Wir wissen ganz genau, dass du hier bist, Mo. Wo bist du? Möchtest du Ärger? Was habt ihr hier zu suchen? Hallo? Wir haben in deinem Keller alles gefunden, Mo. Wir wissen, dass du das Labor für die Mafia betrieben hast. Wir wissen, dass du ein Teil der Mafia bist, Mo. Was? Wir waren gerade in der Basis der Mafia. Und rat mal, was wir da gefunden haben. Deine Handschrift auf Schildern, dass du der Mafia nicht mehr beiwohnen möchtest. Russe, halt oben die Stellung. Ist das klar? Ihr darf nicht entkommen. Oh. Ihr darf nicht entkommen. Ja, Sir. Ich hab ihn gefunden, Sir! Mo! Stehen bleiben! Stehen bleiben, verdammt nochmal! Stehen bleiben, stehen bleiben, stehen bleiben! Stehen bleiben! Stopp, 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 stopp! Schmocki, stehen bleiben! Waffe niederlegen! Waffe niederlegen! Schmocki! Schmocki, Smoke, 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 Smoke! Stirbt die Geißel, ganz einfach! Welche? Stopp, 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 Schmocki, 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 Schmocki! Schmocki, komm her! Runter, runter, runter! Welche Geißel, Mo? Tja, das würdest du gern wissen! Welche Geißel? Ich hab einen Freund von dir, ja, ja, ja! Wen hast du? Das wirst du nicht erfahren! Mo? Verpisst euch aus Schmocki, meinem Haus, Schmocki, sonst stirbt Schmocki, die Geißel. Wen hast du, Mo? Das Wen geht hast euch du? Gar nichts an. Ihr habt gesehen, meine Freunde, Mo hat später zugegeben, dass die Geisel komplett fake gewesen ist. Und dann haben wir später tatsächlich geschafft, ihn nach, weiß ich nicht, bestimmt 20 Minuten Verfolgungsjagd durch sein Haus und seine Kellerkatakomben, ihn festzunehmen. Und ich würde sagen, gönnt euch einfach mal, wie krank heftig wir vorgegangen sind, meine Freunde. Es war so dermaßen koordiniert, wir haben ihn richtig, richtig zu Boden getackelt und ihn festgenommen. Schaut euch das einfach mal an. Ja, Vorsicht, der Sniper! Nein, 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 stopp, stopp, ich leg sie nieder. Ach Gott, leg die Waffe nieder. Her damit, los! Mann. Letzte Chance. Her damit, leg die Waffe her. Hey! Rüstung aus! Was Rüstung aus! Bin ich dein Rüstung Diener, aus! Auf den Boden! Rüstung aus! Stopp! Verdammt, ja! Auf den Boden!
Auf den Boden legen! Was denn? Die liegt doch auf dem Boden! Auf den Boden! Dich auf den Boden legen, los! Nein, kann auf ich den Boden. Nicht! Kann ich nicht, ich hab Probleme mit meinem Bein! Russe, leg ihm Handschellen an, los! Handschellen, nein! Finger Handschellen Ruhe, anlegen! Ruhe, Piss Ruhe! Dich. Hey! Au! Du bist stehen ruhig! Bleiben. Umdrehen! Umdrehen, los! Hinknien, Handschellen anlegen, los! Ah. Gut. Ja, das ist wir geleiten Schwein, ihn, was macht er da? Wir geleiten ihn nach oben. Komm mit, los. Vorsichtig nach oben, komm, los! Ihr habt's gesehen, Leute, Mo konnte sich da überhaupt nicht zur Wehr setzen. Er hatte keine Möglichkeit, irgendwie zu entfliehen oder sowas. Meine Männer und ich haben da komplett durchgegriffen und ihn einfach festgenagelt, Leute. Haben ihn am Boden gefesselt mit Fußketten und Handschellen und haben ihn dann in sein Büro abgeführt, wo wir dann eine Befragung mit Mo gemacht haben. Und diese Befragung hat eine Menge Dinge zu Tageslicht befördert, meine Freunde. Unter anderem auch heikle Informationen, die sich rund um, ja sag ich mal, die gesamte Mafia stricken. Wir haben versucht, Mo ein wenig unter Druck zu setzen, haben sie Beweise vorgetragen, haben sogar eine DNA-Probe in seinem Keller genommen, wo wir Knochenreste gefunden haben, meine Freunde. Das heißt, Mo ist eventuell sogar des Mordes schuldig und haben quasi diese ganze Weise Mo vorgetragen, haben gesagt, okay Mo, entweder du kooperierst jetzt oder du wirst eingebucht und kommst nie wieder aus dem Gefängnis raus. Und ich würde sagen, schaut euch einfach mal ganz kurz an, was wir alles mit Mo angestellt haben. Oh, Mo. Du hast jetzt folgende Möglichkeit. Entweder du kooperierst oder du kommst in einer unserer Todeszellen um. Wir werden jetzt mit politischer Härte vorgehen, ist das klar? Ja, übrigens, Mo, dein Amt als Vizebürgermeister, kleinen Moment, lass mich das ganz kurz abtippen, ist hiermit beendet. Du bist kein Vizebürgermeister, mein Herzchen. Können wir Mo vielleicht kurz die Handschellen und Fußfesseln abmachen? Nein, können wir nicht. Nein. Dann pisst du in die Hose. Ihr könnt auch dabei sein, verdammt. Halt die Fresse, du pisst jetzt in die Hose. Wir wissen ganz genau, dass du Teil der Mafia bist. Wir haben triftige Beweise gefunden. Wir haben Zeugenaussagen, die dich immer wieder bei der Mafia-Base gesehen haben, Mo. Und des Weiteren, Mo, ist es leider so, dass wir sogar Fotografien von dir haben, wie du dieses Gebäude betrittst, dich mit Petrit umgibst, dem rosanen Fettgesicht und mit Felix, dem Neuen in der Stadt. Mo, du hast jetzt folgende Möglichkeiten, hör mir zu. Entweder du gestehst oder du kommst in die Todeszelle und stirbst da, Mo. Du hast Dinge bei dir geführt, für die du einen Waffenschein brauchst. Du wurdest bei der Mafia-Base gesehen, wir haben Knochen und Leichenüberreste in deinem Keller gefunden, Mo. Die Lage ist aussichtslos. Entweder du verpfeifst jetzt deine Kameraden oder wir werden andere Seiten aufziehen. Ist das klar? Pass mal auf, Mo. Wir können dir ein minderes Strafmaß anbieten, wenn du jetzt endlich verdammt nochmal kooperierst! Okay, hör mir zu. Okay. Ich höre. Du hast ja recht. Ja, ich möchte jetzt von dir Folgendes hören. Ja. Pass auf, Schmocki. Ja. Mo, wir nutzen deine Schreibmaschine. Schmocki. Ja. Schreib ganz genau mit. Fertige eine Abschrift an. Ich diktiere, Mo. Wir werden jetzt ein Dokument für dich anfertigen. Schmocki, du wirst den Zettel sicherlich irgendwo haben, oder? Ja. Sehr gut. Mo, hör auf damit! Ja! Hiermit bestätige ich Mo, dass ich in die Verwicklung illegaler Aktivitäten der Mafia, geführt durch Petrit, Teilhaber durch Rotpilz, sehr gut, weiter so, Teilhaber durch Rotpilz, sowie auch durch das orange Fettgesicht, oder wie auch immer dieser Bastard heißt, ein Teil der Mafia gewesen bin. Gib mir die Abschrift, gib mir die Verzichtserklärung. Mo? Ja? Unterschreibt das hier, los. Unterschreibt das hier. Unterschreibt das. Ihr habt es gesehen, meine Freunde. Irgendwann hat Mona natürlich nachgegeben und hat dann letztendlich angefangen, das Dokument zu unterschreiben. Hat dann auch gesagt, dass die Abschrift, die wir getätigt haben, komplett rechtsfähig ist. Und hat dann auch ausgesagt, dass letztendlich Petrit und die anderen tatsächlich illegale Aktivitäten mit der Mafia durchführen. Jetzt, meine Freunde, haben wir den richtigen Packern, sodass wir jetzt mit einer großen Brutalität vorgehen können, wie wir sie noch nie vorher gehabt haben, meine Freunde. Jetzt heißt es durchgreifen. Und jetzt wird es am Wochenende den krassen Ehrenschlag geben. Wann dieser Stream am Wochenende stattfindet, werde ich euch noch Bescheid geben, meine Freunde. Wir planen auf jeden Fall was. Wartet einfach mal ab und ich halte euch weiterhin auf Twitter und in anderen Folgen auf dem Laufenden. Ja, meine Freunde, dann hat Mo etwas ganz krasses zugegeben und ich würde sagen, das ist eine Sache, mit der keiner gerechnet hat. Schaut euch einfach mal bitte an, was Mo dann zu mir gesagt hat. Liegen bleiben. Sehr gut. Okay. Was wolltest du machen, Mo? Die Giftspritze. Das war also Operation Giftspritze. Ach Mo. Aber das hat nichts mit der Mafia zu tun. Das hat was mit uns beiden zu tun. Was hat das mit uns beiden zu tun? Ich hab dir alles gegeben, verdammt nochmal, du dreckiger Verräter. Ich habe dir geglaubt wie ein Bruder. Ich bin der Partneronkel deiner Kinder. Und ja, so hintergehst du mich, Mo. Und was hast du für die Kinder getan? Hinlegen! Nix! Hinlegen! Habt ihr das gehört, Leute? Er hat einfach gesagt, dass er einen Giftanschlag auf mich versucht hat auszuüben. Und ohne Witz, Mo, derjenige, dessen Patenonkel ich seiner Kinder bin, ja? Derjenige, für den ich immer da gewesen, derjenige, den ich zum Vizebürgermeister ernannt habe, weil ich dachte, er wäre einer meiner Vertrauten, hat versucht, mit einem Giftanschlag mich niederzustrecken, meine Freunde. Was soll ich dazu noch sagen? Ich war dementsprechend geschockt und wir haben natürlich dann noch direkt gesagt, okay, Mo, jetzt reicht, jetzt wirst du eingeknastet. Was allerdings dann passiert ist, meine Freunde, war super stressig. Wir waren für einen kurzen Moment unaufmerksam und was dann geschehen ist,
Das tut, ist einfach nur verdammt peinlich. Schaut euch mal an. Du weißt ganz genau, Mo, dass das die einzige Möglichkeit ist, dass du hier nochmal lebendig rauskommst, wenn du es jetzt da folgst. Hinten ist jemand. Mo, hör auf, das. Mo. Da hinten ist jemand um die da Ecke. Da ist niemand, Mo. Da. Ich ja? schwöre, dass. Was da denn? Was denn? Ist alles gut hier draußen? Ja, alles in Ordnung, alles in Ordnung. Habt ihr was gefunden? Nein. Ihr nichts. Müsst da suchen, ganz links im Schaut Regal. Mal hinten ist im, was. Im linken Schrank. Er mag vielleicht recht haben. Mo, pass mal. Mo! Mo! Du kleiner Bastard, Mo! Alles klar, Mo, okay, gut. Das ist deine letzte Möglichkeit. Wo sind sie hin? Beschlagnahmt alles, Mo! Wo bist du? Wo bist du? Wo bist du? Du kleiner Bastard! Stehen bleiben! Stehen bleiben! Stehen bleiben! Hinterher, hinterher! Ist da vorne im Park! Hinterher, Männer, hinterher! Glaub haben wir Feuererlaubnis da? Freigabe zum Abschlusserhalt, ja? Nimm die scharfe Munition, nicht die Betäubungsmunition. Diesmal stirbt er, der dreckige Bastard. Mo! Wo bist du? Durchkämmt ihr alles. Ja, ihr habt's gesehen, Mo ist entkommen. Aber das ist nicht so schlimm, meine Freunde. Wenn was wir haben, ist das unterschriebene Papierstück von ihm und die Beweisstücke, die wir gesichert haben. Und wir werden Mo's Haus jetzt auf jeden Fall komplett fänden. Wir haben sämtliches Geld aus seinem Haus entfernt, werden sämtliche Drogen aus seinem Haus entfernt, werden das Haus polizeilich absperren, sodass Mo quasi nicht mehr in sein eigenes Haus zurückkehren kann. Und fortan ist Mo ebenso auf unserer Abschlussliste wie die ganze Mafia, meine Freunde. Und am Wochenende gibt's dann endlich den großen Rundum-Ernstschlag. Wie gesagt, für den Stream und das genaue Datum halte ich euch noch weiterhin auf dem Laufenden. Seid auf jeden Fall auf Twitter aktiv, meine Freunde. Folgt mir da rein. Und ich würde sagen, das war's von dieser wunderschönen Stream-Zusammenfassung. Wenn es euch gefallen hat, smasht auf jeden Fall Like-Button nach oben. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein. Macht's gut. Ciao, ciao.